Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exosockt Simse vor. Aha. Ach, hier oben hätten wir auch noch ein Bad. Okay, gut zu wissen. Ja, Maya Müller möchte was lesen. Das ist ja mein Ding, ne? Wo setzt sie sich denn dafür hin? Aha. So, was möchte ich machen? Ich könnte ja mal direkterweise mal was kochen, was anstellen. Jetzt nochmal. Wir kochen mal. Was machen wir denn? Fischtacos. Ja, Fischtacos kann man ja mal ruhig mal machen. Ich mache ja mal anstellende Portionen, wie man hier sieht. Hä? Exos muss pipi, hä? Nee, ach, das steht nur da, so. Ich würde sagen, der Pipi sieht anders aus. Ja? Was macht sie? Abhängen. Urlaubsende. Ja, noch einen Tag dauert, ja? Also bis morgen früh sozusagen. Abhängen. Was ist ein Abhängen? Wo hängt sie denn ab? Ah, da macht sie. Oh, es ist auch mal schön, ne? Lager, Braten und Grillen. Mal gucken, kann sie hier vielleicht auch wieder was Musikalisches machen oder so? Oder singen? Spielen. Spielen? Halt. So. Spielen. Was kann man denn spielen am Feuer? Ach so. Scheint dir zu gefallen. Hey, Feuerspiele. Spiel nicht mit dem Feuer. Oh doch. So, und du darfst hier mal bitte das hier mal bitte weglegen. Und dann darfst du hier auch spielen. Ein Holzscheit hinzufügen. Genau. So, nochmal schön gemütlich am Lagerfeuer sitzen. Ne? Das ist ja gar nicht mal so grundverkehrt. Ne? So, wie sieht's denn bei ihr hier aus? Abhängen und noch spielen. Okay. Ein bisschen Tratsch muss sein. Jabin Slawfish. Hanna Klett. Jabin. Oh, Fina. Ja. Da habt ihr schon gesehen, stand schon Testelmesh. Eine lustige Geschichte erzählen. Kimba Darfy. Fazik Fazur. Rix. Ah. Wisset Borb. Titib. Dravois Nerzy. Warb, Himna Vazib. Ah, Pleva Zarps. Gribene Unkim Lamina. Quar? Prubara. Dalopa Bruhana. Sure, stay okay. Darfy. Brinseal. Lurafa. Mokwai. Gluna Vool. Zardeavalo. Mimlet Shinfla. Ja, da kommen auch schon wieder die Mücken. Boy Bigrenoi. Oh Shim. Kithara Gorsoi. Das Mikos Karenzi. Funchil Bratza. Orphan. Kabura. Lisa Yibzorb. Yumba Jabe. Moomb. Oh, ich muss noch mal kurz hier mal. Swinke! Genau. Sarif! Ah. Genau.
Ibarra Wig. Ah. Gut, dann wollen wir mal gucken. Also, dann kann sie hier nochmal ein bisschen zocken. Genau. Und er kann hier auch nochmal was machen. Er könnte ja nochmal grillen. Würstchen grillen. Das wäre für ihr auch eine Idee. Würstchen grillen. Grillen. Von einem Würstchen. Schwupp, da hat sie es drauf. Gibt nochmal ein bisschen was Kalorisches. Da sieht es eigentlich ganz gut aus mit dem Kalorischen. Da sieht es sogar noch ein bisschen besser aus. Joa. Oh, so lecker Grillwürstchen wäre echt mal wieder eine Idee. Orphan, mit Kabura. Yeah. Tinoba Zawang. Goni. Nubim Jiraza. Jalurba Kitsuni. Zimze Kohaben. So richtig die Dampfwolken da drüber. Guckt euch das mal an. So schnupper, schnupper. Das müsste man so Geruchs-Let's Play haben oder so. Mit so, dass man so über USB so einen Geruchsgenerator anschließt. Und dann kann man hier so eingeben. Dit und dit riecht man dann so. So ganz so feine Nuancen und so. Ja, und dann kann man dann so Geruchs-LP. Wenn sie keine Arbeit haben, möchtest du Arbeit? Ja, könntest du ja theoretisch machen, wenn du willst. Ich wüsste sogar schon fast, was für eine. Sportlerin, ne? Weil Zombies abschlachten ist ja nicht mehr viel, ne? Aber gucken wir mal, wenn wir zu Hause sind, ne? Da kann man ja mal gucken, was für eine Arbeit. So, wie sieht's denn hier aus? Ich gucke in die Sterne, in die große Ferne. Und dann... Gucken wir mal nach. Da sieht's eigentlich ganz gut aus mit dem Hunger. Da sieht's sehr angespannt aus. Naja, wegen der Jobberei. Ja. Sie bringt den Teller weg. So, kannst du ja mal bis hier hingehen. So, jetzt kannst du noch mal ans Quatschen. Mehr Auswahl, Romantik. Na, wie denn nun? Jetzt stelle ich mich gerade saublöd an. So, okay, jetzt so. Ja. Kann ja nicht wahr sein hier. Die Teste matchen sich echt von Tag zu Tag. Ja, ja, so kann es manchmal gehen. Tja, sehen tut er trotzdem nicht viel, auch wenn ich nah rangehe, also wenn ich so nah rangehe. Da sieht man nicht viel. Hm? Nanu, was ist mit den Kissen passiert? Da fliegen die Federn raus. Okay. So, dann dürften beide gleich auch vielleicht sogar müde sein sogar schon, oder? Nö, ich bin inspiriert. Schlafen, wach. Okay, dann machen wir mal hier das Hygieneprogramm. Das heißt, einmal bitte mal D wie Uschen. Jo, so geht das. Naja, die kennen sich ja. Also, da ist nichts mit peinlich berührt oder so.
So, dann kann sie einmal Zähne putzen und dann nochmal Hände waschen. Dann sollte das mit der Hygiene eigentlich klappen. Und dann können wir sie beide eigentlich mal wieder ein bisschen Spaß haben lassen. Oh Gott, das wird ein anstrengender Abend. Das wird ein anstrengender Abend. Wie sieht's denn hier aus mit der Werte? Ja, geht eigentlich. Mal gucken, ob ich überhaupt noch kann. Ich weiß es nicht, anscheinend schon. Oh Gott, ey. Das wird ein Urlaub. Das wird der Urlaub, davon spricht meine Generation noch. Oh Gott. Ja. Da geht's schon wieder los. Aber man kann eins nicht behaupten, dass es denen nicht Freude macht. Also, das geht da ganz schön ab. Gut, okay. Dann haben wir auch schon langsam 23 Uhr, wie ich ja gerade sehe. Okay, Zeit vergeht, wie man so schön sagt. Ja. Boah, was war denn das? Da war ja fast schon Brandgefahr. Da war eindeutig Brandgefahr. Was ist mit mir los? Jo, machen wir nochmal. Scheiße. Oh, das hält keiner aus. Das geht doch gar nicht. Ja. Oh yeah. Ich zähle nicht mehr mit. Das hat keinen Sinn. Okay. Eieieiei, das muss langsam wehtun. Oh, Mann. Das geht so gar nicht. Oha. Na gut. Ah, da kamen so kleine Mini-Herzen, ne? Jo, und jetzt sind sie doch sehr müde geworden. Okay, kann man auch verstehen. Also das war ja schon eher Kampfleistung als alles andere. Oh Gott, ey, das geht gar nicht. Oha, Mann. Mein Gott, Walter, da kommt er und fällt und schreit er. Ja. Unwohl, ja, die Matratze ist echt hart, das ist ganz übel. So, ich würde mal sagen, wir nehmen uns hier mal etwas Rührei raus und danach gucken wir mal ein bisschen Hygieneprogramm. Das heißt, hier einmal schnell mal duschen. Und der Maya, hier, komm mal her, zack, hier, gibt's nicht. Du holst hier mal was raus, du öffnest dir das da mal und holst dir nochmal hier einmal ein Gericht raus. Ja. Genau. Passt. So, und du darfst danach einmal auch mal hier das verwenden. Dann darfst du auch noch spülen. Wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Aber dass es hier kein Radio gibt, das finde ich doch schon ein bisschen verärgerlich. Ist vielleicht oben ein Radio? Nö, auch nicht. Also wie gesagt, das ist dann so typisch amerikanischer Urlaub. Hauptsache die Glotze ist da. Das sind so Dinge, die verstehe ich nicht. Also wo ich dann sage, muss gar nicht sein. Was hat sie denn überhaupt hier gelesen? Pudding im Orbit, aha, ein Sachbuch. Okay, dusselig ist die junge Dame dann also auch schon mal nicht. Gefällt mir eigentlich ganz gut, muss ich mal sagen. Ja. Jo. Aha. Aha. Das Essen scheint gerade aber sehr aufregend zu sein, oder was? Hä? Kannst ja mit ihnen ja mal eine tiefgründige Unterhaltung machen. Oh. Ah. Ja. Obelabef. Okay.
Aha. Sie könnte aber auch noch ein bisschen mehr Hygiene vertragen, ne? Ah, ich sehe schon. Das heißt, sie macht nochmal Hände waschen, nochmal Zähne putzen. Halt. Doch, ist doch richtig. No beam. Schorg. Geht das wirklich, dass man es komplett sauber kriegt, ein Sims mit Hände waschen? Tatsächlich. Ich bin schockiert, irritiert und sowieso sehr merkwürdig alles. Sehr merkwürdig. Soll mal einer verstehen. Oh, mir ist gerade sehr unwohl. Warum ist mir unwohl? Was ist denn los? Oh ja, das Spülbecken, das geht gar nicht. Komm, mach mal sauber. Dann geht deine Laune hoch. Dann darfst du auch das hier aufräumen. Und weil du so ordnungsfanatisch bist, darfst du auch das hier weglegen. Dann geht's dir gleich viel besser. Ah, sie macht das schon sauber, okay. Ja, sie ist ja auch so ordentlich, stimmt ja. Oh, jetzt hat er zwei so Ordnungsfanatiker so. So, Mensch, da wird die Wohnung aber blitzen und blanken. Das ist ja Wahnsinn. Das geht gar nicht. Just as soon, Okay. Wie schaut's aus? Aha. Aha. Bald müsste es ja dann theoretischerweise auch nach Hause gehen, ne? Okay, beide gehen sie nach oben. Was machen sie denn da? Aha, der eine stellt's weg und der andere nimmt's. Okay, so kann man es natürlich auch machen. Könnt ja mal gucken, ob ich hier Kartenspiel mit brauche andere Sims zum Spielen. Okay, gucken wir mal. Wenn sie das hier wegschlägt und dann so Kartenspiel mit ihnen macht, so rum geht's. Ah ja, okay, weil sie eben durch das Bücherlesen wohl blockiert gewesen war. Jo, das heißt, die kommen gleich wieder nach oben. Dann sitzen wir noch mal ein bisschen auf der Veranda. Auf dem Balkon, besser gesagt. Joa. Oh, das ist ja auch toll. Die Vögel zwitschern hier gerade. Oh Mann. Kann man auch schön genießen. Oh, haha. Oh. Blaps. Der hat geblufft. Flip. Habe ich festgestellt. Na? Big. Na? Aber wir gucken auch nicht so in die Karten von denen. Wir deshalb gucken wir ja gerade von der Seite eher. Obwohl sie zeigt ganz oft ihre Karten in die Kamera. Ja. Hat die jetzt echt die Karte auf den Schoß gelegt? Rospa. Liegt die jetzt da unterm Tisch oder was, die Karte? Rinka. Ja. So. Gut, einmal nochmal schön Karten gespielt. Ist auch nicht verkehrt. Können wir ja mal gucken, ob wir hier vielleicht noch was Lust hier draußen finden, wenn wir sowieso nochmal hier sind. Was haben wir denn da? Basilikumstrauch. Wir hatten ja irgendwie so viele komischen Tiere mal hier gehabt, wa? Sehe, ob ich die nochmal sehe. Oder ob ich einfach zu blind bin jetzt wieder mal. Kann ja irgendwie so Insekten fangen. Vielleicht kriege ich ja auch noch lustige Insekten. Was ist das denn? Eine Pflanze wild. Ja, wir können ja mal ernten. Urlaubsende in 4 Stunden, ja, das ist also um 16 Uhr, okay. Hier haben wir auch noch mal eine Pflanze wild, die können wir auch noch mal ernten. Und dann kann ja mal Maja Müller mal gucken. Was kriegt sie denn noch mal hier in die Optik hier? Da waren wir gerade. Behaupt ich mal.
Hey, dann finde ich hier keine Insekten, oder was? Ich will noch mal so coole Insekten haben. Ah, da sind noch welche. Insekten sammeln, dann hat Maya sie. Egal, wer sie hat. Hauptsache, eine hat sie, wa? Würde ich mal so behaupten, so. Streng Kategorie. Oh. Insekten sammeln, genau. Die hat mit den Insekten mehr Glück. Was hat sie denn hier? Basilikum hatten wir schon. Deshalb kennen wir den Namen, was das ist. Ah, die Gartenfähigkeit erworben. Ist ja auch mal ein Wunder bei mir. Aber noch ein paar Insekten wären nicht schlecht. Insekten! Was haben wir hier für einen Strauch? Hallo? Pflanze wild. Ja, ernten wir mal. Ah, es wurde die Zeit langsam knapper. Ah. Drei Yes-Säbel-Schmetterlinge. Keine Ahnung, ob es die in Wirklichkeit gibt. Da müsst ihr mal so Leute fragen, die sich damit etwas besser auskennen. Hä? Für mich ist es Schmetterling. Ne? Es gibt zwar auch diese Zitronenfalter und ein brauner Auge oder wie heißt und ein brauner Bär. Nee, brauner Bär nicht. Brauner Auge. Nee. Ja, irgendwie so. Ja. Der kriegt irgendwie noch so einigermaßen hin, aber das war's dann auch schon. Also Schmetterlinge oder Insekten so als allgemeinet. Oh ja. Yeah. Da haben wir auch noch mal welche. Oh, man muss aber echt die Augen offen halten, wo man welche findet. Ist ja nicht so unbedingt einfach. Die wollen ja auch nicht gefunden werden im Regelfall. Ja? Das Na, das ist die Rafter-Ausrüstung. Oder für Bergsteiger schon fast. So, mal gucken, was haben wir hier noch? Irgendwo Insekten noch. Insekten! Da guckt sich einer noch die Wolken an, da bin ich selber. Wollte ich sagen, die Visage kenne ich doch. Das heißt, weil ich jetzt hier bei der Pflanze hier rumlungere, kann ich die direkterweise natürlich auch... Aha. Okay. Wo geht's denn da hin? Kann ich nie gucken. Okay. Insekten, Insekten, Insekten. Was haben wir hier denn noch? Oh, da ist noch was. Da bin ich ja mehr in der Nähe. Hallo? Pflanze wild ernten. Danke sehr. Genau. Ja, ja. Insekten, Insekten, Insekten. Da habe ich mit Kima irgendwie mehrere Insekten gehabt. Erdbeerstrauch. Boah, dann nehmen wir nochmal Erdbeeren mit. So, okay. Erdbeeren. Oh, da freue ich mich auch drauf, ey. Gibt ja wieder, also wenn es dann langsam wärmer wird und dann kommen wir langsam Richtung Sommer. Oh, da gibt's wieder Erdbeeren. Oh ja, da ist nochmal eine Pflanze wild. Eine ganz wilde Pflanze. So, dann gehen wir nochmal zu Maya Müller. Schauen wir mal, was sie macht. Oh, sie ist am Zocken. Vielleicht trifft sie ja nochmal. So jetzt am letzten Urlaubstag. Wäre ja möglich, ne? Und ich sehe gerade, wir überziehen hier gerade tierisch. Deshalb würde ich mal sagen, bevor es nach Hause geht, machen wir hier erstmal Ente. Und ich wünsche euch dann soweit alle einen schönen Tag. Bis zum morgigen. Ne? Bleibt soweit gesund. Und ciao, ciao. Und bye, bye.